Online-Gäste. Quickie. Tja, jetzt ist es passiert. Google macht dicht. Also genauer gesagt macht Google Plus dicht. Mit Stand Anfang Oktober hat sich nämlich Google dazu entschlossen, sein soziales Netzwerk Google Plus, das 2011 gestartet wurde, zu schließen. Ist das eine gute Entscheidung? Ist das eine schlechte Entscheidung? Es ist eine lange überfällige Entscheidung auf jeden Fall gewesen. Google Plus ist 2011 an den Markt gegangen, hat sich aber niemals so richtig als soziales Netzwerk etablieren können. Zumindest nicht auf so einem Niveau, wie Google das gerne hätte. Insofern war die Entscheidung absehbar gewesen, wurde jetzt aber noch beschleunigt. Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf onlinegeister.com/Haftpflichthelden. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Anfang des Jahres ist Google ein Sicherheitsleck bekannt geworden. Man weiß zwar nicht, ob da irgendwas abgeflossen ist, ob irgendwas gehackt wurde, ob irgendwelche Daten verloren gegangen sind. Das Leck wurde auch geschlossen, war aber halt ein weiterer Sargnagel für Google Plus gewesen. Und jetzt mit Stand Anfang Oktober hat sich Google dazu entschlossen, zum Ende des Jahres 2018 sein soziales Netzwerk Google Plus, wie auch vorher schon Wave, das war in den 2000ern unterwegs, Google Wave, ebenfalls zu beerdigen. Das macht Google gelegentlich und regelmäßig, dass halt eben Produkte, die nichts taugen, einfach entsorgt werden bzw. einfach geschlossen werden. Das ist nichts Positives, nichts Negatives. Aus der einen Sicht, naja, damit geht uns jetzt so ein bisschen der Treppenwitz bei Social Media verloren. Denn Google Plus war ja immer die Aussage gewesen, das ist ein soziales Netzwerk für Google-Mitarbeiter. Die 7 Leute, die Google Plus nutzen, sind jetzt natürlich auch total schockiert, dass dicht gemacht wird. Aber es ist eher ein Abschied auf Raten. Google hat nämlich auch gesagt, dass Google Plus weiterhin verfügbar sein wird. Aber vornehmlich, schrägstrich ausschließlich, würde ich jetzt mal prophezeien, für Businesskunden. Da macht es nämlich auch durchaus Sinn. Google Plus hat eine ziemlich treue Nutzerschaft, die ist sehr, sehr klein. Aber die Leute, die Google Plus nutzen, die nutzen es auch. Und diese Leute sind halt vor allem was für Menschen? Techies, SEO-Experten. Dafür nutzen wir Google Plus vor allem. Es ist jetzt nichts Positives, es ist nichts Negatives, dass Google Plus jetzt dicht macht. Es ist, wie gesagt, absehbar gewesen. Ist zwar schade, lässt sich aber jetzt nicht vermeiden. Die Welt geht aber dadurch auch nicht unter. Die Accounts werden weiterhin aktiv bleiben. Man kann Google Plus auch nach dem 1. Januar 2019 noch nutzen. Nur dann eben mit der Einschränkung, dass es dann vor allem für Unternehmen noch ausgerichtet ist. Also dieses private soziale Netzwerk Google Plus wird es so nicht mehr geben. Das ist vor allem die Änderung und das ist vor allem das Learning, was wir jetzt mitnehmen aus dieser Google-Meldung. Insofern, Google Plus ist tot. Es lebe Google Plus. Und die Online-Geister sind definitiv lebendig. Insofern, wir spuken weiter durchs Internet für euch und würden uns natürlich immer über Feedback freuen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter onlinegeister.com. Ich freue mich über euer Feedback, auch gern Meinungen zur aktuellen Folge, Meinungen zu unserem neuen Layout und Design oder generell eure Meinung. Ich bin Christian, hat mich gefreut. Bis bald. Das war Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.